Ich stehe eigentlich ständig unter Schock, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie ist es wohl so, dass diese Leute, die Kriegsvorbereitungen betreiben aus Deutschland, dieses Bild der wunderbaren Ukraine, die ja so demokratisch ist, dass man das einfach so übernimmt. Also ich muss dich leider enttäuschen, dass ich jetzt keine aktuellen Berichte bringen kann, wie ich mit deutschen Journalisten hier kommuniziere, weil es diese Kommunikation gibt es eigentlich nicht mehr. Wurde Russland uns ähnlicher oder fremder? War die einzige Leitlinie, unter der man alles gefiltert hat. Und das führt einfach in die Irre, weil ich meine, Russland existiert nicht, um dem Westen zu gefallen. Das ist ja eine Überheblichkeit einem anderen Volk gegenüber, was seinen ganz eigenen historischen Weg hat. Also in den russischen Medien könnte man das eigentlich viel breiter bringen. Das hat wohl da was mit zu tun, dass Russland immer noch hofft, dass Deutschland sich eine andere Führung holt und dass in Deutschland irgendwelche vernünftigen Leute an die Macht kommen. Hallo und herzlich willkommen bei Infrarot Medien. Heute ist bei uns zu Gast Ulrich Heiden, Journalist und Berichterstatter, ein gebürtiger Hamburger, der seit 32 Jahren schon in Russland lebt. Er war Russland-Korrespondent für die Tageszeitung Die Taz, für die Sächsische Zeitung, er hat für den Deutschlandfunk aus Russland berichtet und zuletzt für den Freitag. Aber dann fand sich zunehmend die Russland-Realität, die Ulrich Heiden um sich herum erlebte, in einem Konflikt mit dem dargestellten und darzustellenden Russlandbild der deutschen Medien. Und auf einmal waren seine Reportagen dann nicht mehr erwünscht und er wurde gecancelt. Obwohl er ein hervorragender Russlandkenner ist, zweifelsohne, und ein wirklich brillanter Russlanderklärer. Aber auch, und das ist ja heutzutage beinahe ein Gesinnungsverbrechen in Deutschland, ein Russlandversteher. Trotz seiner kritischen Haltung zu den russischen politischen und gesellschaftlichen Zuständen. In diesem Jahr ist im Promedia Verlag sein Buch erschienen. Es heißt Mein Weg nach Russland: Erinnerungen eines Reporters. Das kann ich wirklich vom Herzen empfehlen. Liest sich sehr gut weg und ist auch, trägt eine sehr persönliche Note. Wir kennen uns mit Ulrich Heiden schon seit 30 Jahren aus vielen gemeinsamen journalistischen Reisen und Berichterstattungsterminen, als ich für die deutschen Medien in Moskau arbeitete. Und deswegen erlaube ich mir, dich zu duzen, Ulrich. Du hast doch auch kurz für ZDF Moskau gearbeitet, im Studio an der Dorogomilowskaja, wo ich dann 6 Jahre meines Lebens verbracht habe, die Hälfte davon auf Reisen. Wie erlebst du denn jetzt die deutschen Journalisten in Russland, die Berichterstattung und das Russlandbild, das sie zeichnen? Hast du noch Kontakte zu den deutschen Mainstream-Journalisten? Gibt es noch diese journalistische Community, die ich damals erlebt habe? Und wie sind denn sie so drauf? Die deutschen Kollegen, die jetzt diese Gruselgeschichten über Russland, aus Russland erzählen. Also ich muss dich leider enttäuschen, dass ich jetzt keine aktuellen Berichte bringen kann, wie ich mit deutschen Journalisten hier kommuniziere, weil es diese Kommunikation gibt es eigentlich nicht mehr. Ich habe in den letzten Jahren ab und zu mal jemand über Internet hatten wir Kontakt und dann haben sie mich gefragt, wieso kommst du nicht mehr zu den Treffen des Botschafters und so, haben so getan, als ob irgendwie alles in Butter wäre mit mir und haben eigentlich ja, ignoriert die Tatsache, dass die ich auch öffentlich gemacht hatte, dass ich seit 2014 schon nicht mehr eingeladen wurde zu dem Hintergrundtreffen, Hintergrundgesprächen, die der Botschafter für die deutschen Korrespondenten in Moskau immer veranstaltet hat. Oder nur noch manchmal so pro forma kriegte ich eine Einladung, dann wieder monatelang nichts. Und ab Januar letzten Jahres wurde ich auch vom Presseverteiler der deutschen Botschaft gestrichen, mit der Begründung, ich wäre ein nicht sicherer Verteiler, also ganz merkwürdig, wobei ich das ja an niemand weiterleite. Und das sind auch keine großen Geheimnisse in dem Pressedienst drin. Da sind einfach nur die Artikel aus FAZ, Welt, also Taz und so, also praktisch Leitmedien über Russland, also nichts Geheimnisvolles, aber man hat mich da, also trotz mehrmaligen Protestes hat man mich da runtergenommen. Und ja, also ich
Früher war es schon immer ein bisschen menschlich schwierig, weil ich bin dann zu diesen Hintergrundgesprächen gegangen oder auch zu irgendwelchen Empfängen des Botschafters. Und also als jemand, der Russland versteht, aber auch kritisiert, ich fühlte mich immer so ein bisschen fremd und war froh, wenn ich da so mindestens zwei Leute treffen konnte, die mit denen ich so ganz einfach entspannt reden konnte. Bei den anderen hatte ich immer das Gefühl, die gucken mich so ein bisschen distanziert an und ich fühlte mich da nie zu Hause. Also das war schon, ging das eigentlich schon los. Ja, was weiß ich, in den 90er Jahren hatte ich immer schon das Gefühl, ich grenze mich nicht genug von Russland ab und werde schief angeguckt. Und einmal hatte ich mir auch eine Mütze gekauft, so eine, die war gerade da modern. In den 90er Jahren so eine russische Schiebermütze, damit kam ich dann in die Botschaft und guckte mich die Korrespondentin vom Stern, Bettina Sengling, die guckte mich entsetzt an, dass ich mich jetzt den Russen auch äußerlich schon anpasse. Und es hatte auch seine humoristischen Seiten. Also dann war es natürlich, ist eine lange Geschichte. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die deutschen Korrespondenten, die hatten immer so ihre Leitwölfe, also praktisch die von den großen einflussreichen Medien, also Welt und FAZ und so weiter oder Tagesspiegel. Und die haben sich dann sozusagen immer gruppiert und vor den Pressekonferenzen haben sie sich irgendwie getroffen, um vielleicht auch gemeinsam da irgendwie aufzutreten, wenn es um Beutekunst ging und was weiß ich. Und ich hatte dann mal so ein ganz unschönes Erlebnis in Prag auf so einer Journalistenkonferenz von N Ost. Da saß ich mit Sabine Adler vom Deutschlandfunk zusammen auf dem Podium und dann fing sie also gleich in der Einleitung an und stellte mich vor und sagte dann gleich, also Ulrich Heiden, also können Sie bitte mal erklären, warum Sie sich immer so abseits halten, also von den deutschen Journalisten in Moskau, von den deutschen Korrespondenten. Also das fand ich eine Zumutung, weil ich meine, das ist ja nun mal eine persönliche Art, mit wem ich verkehre und wie intensiv ich mit Leuten in Kontakt gehe. Und das ist also kein Thema öffentlicher Beurteilung und Qualifizierung. Also das war ungefähr 2007 so. Und da hatte ich schon irgendwie ganz schlechtes Gefühl, dass sich da was zusammenbraut. Also, und es war eigentlich so, dass praktisch ab 2000, also als Wladimir Putin Präsident wurde, merkte ich so eine, mal sagen, es wurde immer kälter, also in den deutschen Medien und die Euphorie, dass sozusagen Russland so wird, wie Deutschland sich das wünscht, die ebbte ab und es wurde sozusagen auch alles runtergefahren. Das heißt, nach meiner Beobachtung war es so, dass die 50 Journalisten, die oder Korrespondenten, die in Moskau akkreditiert waren, also das war ein riesiger Schub von Freien und Festangestellten, die da ankamen und von zu Hause, von Büros und so weiter arbeiteten. Auf einmal schmolz dieser riesige Berg ab und es wurden auch Korrespondentenbüros, also von den großen Medien, wurden eingedampft und da hatte ich schon, und es ging auch ostdeutsche, erfahrene Korrespondenten, die russische Sprache können, die russische Lebensart kennen, landeskundlich auf der Höhe sind, die wurden auch abgezogen oder ging in Rente. Ich weiß, und das habe ich sehr bedauert, weil dann kamen eben so junge Leute, die, ja, hatte ich das Gefühl, die hatten keine Landeskenntnis, die konnten vielleicht Russisch, aber die waren wirklich eben auf der Linie, die dann eben eingeschlagen wurde, von den Chefredaktionen vorgegeben wurde, dass man also eben Russland kritisiert für seine, dass es angeblich eine Diktatur ist und also eben die ganzen negativen Seiten, eben, dass man die in den Mittelpunkt stellt. Und das haben diese jungen Journalisten einfach so mitgemacht und da hab ich niemanden mal getroffen, also außer den Bekannten, die ich schon so geschätzt habe, weil sie so ein bisschen nicht auf dieser Hauptlinie gingen, waren eher so diese Leute, die einfach das, was von ihnen erwartet wurde, von den Chefredaktionen, haben sie umgesetzt und haben keinen Widerspruch eingelegt, und weil es natürlich immer eine riesige Distanz ist wie sich die Chefredakteure in Deutschland informieren, die kriegen ihren Ticker, also DPA, Reuters, AP,
Da wird vorgegeben, was sind die wichtigsten Ereignisse in Moskau. Aber vieles, was in Russland passiert, lässt sich nicht über Tickermeldungen begreifen. Und also der russische Alltag ist viel bunter und viel, ja, mystischer, viel unerklärlicher für einen Deutschen, als dass man ihn in irgendwelche Schubladen steckt. Und gerade das ist, macht ja den Korrespondenten aus, dass er eben auf die Straße geht, mit den Leuten spricht und auch die einfachen Leute interviewt und Bekanntschaften pflegt. Und das wurde alles nicht mehr gescheckt. Es ging nur darum, dass man also Putin-Gegner findet, dass man die optimal darstellt, dass man auf den Demos von Garri Kasparov ist, dass man da sozusagen diesen ehemaligen Schachweltmeister, der hatte ja so eine Oppositionsbewegung geleitet, vor Nawalny war das, dass man den praktisch ins Bild setzt. Und naja, das war einfach auch für mich, wurde das zunehmend zu einer Belastung, weil immer mehr von meinem Traum, dass ich Russland so darstellen kann, wie es ist, von diesem Traum musste ich immer mehr Abstriche machen. Bis dann die Sächsische Zeitung so ab 2008 dazu übergegangen ist, mich nur noch immer mehr mit bunten Geschichten zu beauftragen. Also irgendwie in Sibirien ist ein Spatz aus einem Nest gefallen und ein Junge, der bei seiner Oma gerade Urlaub macht, hat diesen Spatz gerettet. Also solche Geschichten aus dem Leben, das war das Einzige, was man meinte, den Lesern der Sächsischen Zeitung noch zumuten zu können an russischer Realität. Naja. Und das war einfach sehr unbefriedigend. Das ist aber eine zu menschliche Geschichte, um sie jetzt aus Russland zu bringen. Denn der Trend geht ja ganz klar in Richtung, ja, Entmenschlichung. So direkt muss man das so sagen. Aber dass die deutsche Botschaft, das ist schon skurril, dich als eine undichte Stelle jetzt einstuft und eine unsichere potenzielle Leak-Gefahr sozusagen, das stellt dich ja, ehrt dich eigentlich, stellt dich auf die gleiche Ebene wie den Luftwaffe-General, der gerade oder die jetzt im Plural abgehört wurden von den russischen Aufklärungsdiensten. Diese Geschichte hat in Russland offensichtlich hohe Wellen geschlagen. Die deutschen Bundeswehroffiziere haben ja nichts anderes besprochen als einen Angriff mit deutschen Waffen auf ein russisches Infrastrukturobjekt, nämlich die Krimbrücke. Und auch darüber diskutiert, wie sie einen solchen Angriff verschleiern können. In Deutschland allerdings wird die Geschichte so verdreht, dass es ein Kriegsakt Russlands, ein Spionageangriff auf Deutschland gewesen sein soll, dass das eine ganz normale, gewöhnliche Planungsbesprechung war, eine Konferenz wie alle anderen. Allerdings kein deutsches Medium traut sich, den Mitschnitt zu veröffentlichen. Das wird nur interpretiert. Wie erlebst du denn diesen Taurus-Leak in Russland? Welchen Stellenwert hat er in den Medien, beim russischen Publikum? Und ist schon diese ja, ziemlich krasse deutsche Reaktion darauf in Russland angekommen, eben, das sei ein russischer Kriegsakt gegen Deutschland gewesen. Also das Letzte, was gesagt hat, ein russischer Kriegsakt gegen Deutschland, habe ich bisher noch nicht in den russischen Medien gelesen. Also diese Feinheiten, also der deutschen Propaganda, werden in Russland auch meiner Ansicht nach nicht so an aller Breite dargestellt. Also ich kann generell sagen, dass praktisch seit 2022, also seit der russischen Invasion, praktisch man sagen, das Verhältnis zu Deutschland der russischen Medien also kritischer geworden ist, aber auch nicht total, sag ich mal, man macht immer noch einen Unterschied zwischen Deutschland, der deutschen Führung und vor allen Dingen den USA. Also die USA ist eben der Hauptübeltäter aus russischer Sicht, der hinter allem steckt. Und also die Taurus-Geschichte war schon ein großes Thema. Aber ich habe das Gefühl, dass es. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass nach der Taurus-Geschichte jetzt Medvedev aufsteht und sagt, also eine Drohung ausspricht. Aber diese Drohung kam nicht. Also er hat, glaube ich, wörtlich gesagt, also wir werden einen kühlen Kopf bewahren, so ungefähr hat er es formuliert. Also
Ich meine, ich glaube, dass Russland nach wie vor hofft, das habe ich auch am Sonntag in einer Talkshow bei Solowjow so rausgehört, dass in den USA, die Musik wird ja in den USA gemacht, also aus russischer Sicht. Also dass Deutschland wirklich möglicherweise autonom irgendwas macht oder deutsche Militärs autonom irgendwie einfach ihre eigene Politik machen, aggressive Politik in Russland, das habe ich bisher in russischen Medien nicht so rausgehört, sondern es wird eigentlich so darauf konzentriert, nach wie vor, die Bedrohung kommt aus den USA, die haben diesen Staatsstreich angezettelt, beliefern die Ukraine mit Waffen, aber jetzt kommt diese Waffenlieferung, kommen eben ins Stocken und jetzt sind ja noch die Präsidentschaftswahlen in den USA und dann gibt es eben sehr viel Berichte über, ja, sag mal sagen, Meinungen aus den USA, die von der offiziellen Biden-Linie abweichen. Das wird sehr ausführlich dargestellt und darauf gründen sich, glaube ich, große Hoffnungen, dass praktisch das Übel sozusagen an der Wurzel irgendwie ja zusammenschrumpft, indem praktisch Trump die Wahlen gewinnt oder in der Richtung. Das ist so mein Eindruck. Mein Eindruck ist dagegen, dass in Deutschland sehr wohl eine genuine, eigenständige, diesen ganz krassen Anti-Russland-Trend gibt, dass hier wirklich eingefleischte Russland-Hasser unterwegs sind, die auch den Ton angeben. Die Namen kennst du ja wohl, Roderich Kiesewetter, Strack-Zimmermann und dergleichen, die auch am hörbarsten sind, am lautesten, am schrillsten schreien, die auch in allen Talkshows überall sitzen und auch diese Kohorte der sogenannten Russland-Experten, die ja auch nichts anderes verzapfen als eben nur dieses gewollte Bild abzustützen, zu bestätigen von einem dämonischen Russland, das eben auf einen Putin reduziert wird. Und Putin ist ja der Oberteufel. Du hast jetzt dein Buch geschrieben, das ja eigentlich mehr als Erinnerungen eines Reporters ist, wie es im Untertitel steht, sondern das ist praktisch dein ganzes Leben, eine Biografie. Das Buch ist sehr persönlich. Und auch dein Verhältnis zu Russland wird da auch sehr, sehr persönlich und sehr einfühlsam beschrieben und dargestellt. Welches Publikum hoffst du mit diesem Buch zu erreichen? Und ist es überhaupt realistisch, dass in dieser mittlerweile so vergifteten Atmosphäre, dass dieses Buch etwas bewirken kann und dass Menschen vielleicht auch ein bisschen ihr Russlandbild nach der Lektüre, durch die Lektüre revidieren können? Also warum habe ich das Buch geschrieben? Das war eigentlich ein Impuls, der kam sozusagen aus mir raus. Der hat sich auch langsam so aufgebaut, weil ich eben gemerkt habe, ich kann nicht alles erklären in deutschen Medien, was ich in Russland erlebe und wie ich mich auch selber verändere. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist dieser furchtbare Krieg im Gange und was kann ich aus meiner Sicht dazu beitragen, um die Deutschen so ein bisschen wach zu rütteln. Dann habe ich gedacht, wenn ich mal eine persönliche Geschichte erzähle, dass mein Vater schon in Russland gekämpft hat, dass er das eigentlich nicht bereut hat, dass er auch viele Freunde hatte, die ähnlich dachten wie er, also sag ich mal aus dem konservativen Lager. Und dass das ja eigentlich total widerspricht dem, womit die deutsche Regierung, sag ich mal, loszieht, eben mit Anti-Rechts und wir sind doch progressiv und wir sind für alle möglichen Geschlechter. Wir wollen also eine liberale Gesellschaft und so weiter. Und also faktisch ist es so, dass das, was mein Vater damals, wie er geträumt hat, also über den Roten Platz zu marschieren mit der deutschen Wehrmacht und gefühlt gemeint hatte, er kann also mit der Wehrmacht also Russland befreien von dem Bolschewismus, dass das im Prinzip eins zu eins ist das, was heute die Grüne Partei und ja, vor allen Dingen die Grüne Partei, also die ehemaligen Pazifisten, jetzt auch sich auf ihre Fahnen geschrieben haben. Also Russland soll in die Knie gezwungen werden. Genau das war, was mein Vater auch gedacht hat, als zum Beispiel die NATO Belgrad angegriffen hat, hat er mich angerufen morgens und hat gesagt, genau so muss man das machen, diesen Milosevic, der versteht keine andere Sprache. Also in dieser Kriegsgeneration gibt es eben Leute, die haben das nie, mal sagen,
verkraftet im Prinzip, dass sie geschlagen wurden von der Roten Armee, haben immer sozusagen ihrer Niederlage nachgetrauert und haben das offenbar an ihre Kinder und Enkel weitergegeben. Und der deutsche Staat hat auch nichts wirklich gemacht, um diese Nostalgie und dieses Gefühl, wir sind ja besiegt worden und unsere Soldaten haben ja so gelitten in Stalingrad und in Sibirien, das dagegen zu arbeiten, wie es zum Beispiel in der DDR der Fall war, wo sehr viel gute antifaschistische Filme auch für ein Massenpublikum ge gezeigt wurden. Und jetzt haben wir die Bescherung. Und mein Buch war eigentlich der Versuch, eben diese Brücke zu schlagen von der alten Kriegergeneration, die Russland schon mal befreien wollte vom Bolschewismus, und diesen neuen grünen, durchgedrehten, sag ich mal, Leuten, die aus Amerika gesteuert werden, das einfach mal aufzuzeigen. Ob ich damit was erreiche, das wird sich zeigen. Also, ich glaube, dass es schon gut ist, wenn man Leute nur mal ins Nachdenken bringt. Ich erwarte nicht, dass mein Buch jetzt irgendwie einen Durchbruch auslöst, weil es wahrscheinlich auch, wird es in den Medien wird es wahrscheinlich nicht groß besprochen oder so. Aber ich glaube selbst, dass die Leute, die jetzt noch sozusagen normal sind, in Anführungsstrichen, und nicht auf dieser Kriegsschiene sind, die müssen ja auch irgendwie stabilisiert werden. Aber wie kann man sie stabilisieren, indem man eben ihnen wirklich auch interessantes Material zum Nachdenken an die Hand gibt, also zum Beispiel meine Lebensgeschichte, Eindrücke hier heute aus Russland, auch von anderen Leuten, die hier alternativ aus Russland berichten, dass man ihnen das an die Hand gibt. Weil ich meine, ich stelle fest, dass Russland rückt immer weiter weg von Deutschland. Die Leute wissen gar nicht mehr, was das für ein großes Land ist. Die wissen nicht, dass es in Russland Kinos gibt, dass in Russland Leute tanzen, dass sie Sport machen, dass sie zum Fischen gehen. All das rückt immer weiter weg. Und es gibt nur noch den Kreml und Putin und die russische Armee. Und dagegen müssen wir kämpfen, indem also das heißt die Menschen, die mit Russland was zu tun haben und noch normal im Kopf sind, die müssen versuchen, eben die menschlichen, emotionalen Seiten Russlands darüber zu berichten. Und also das ist das Mittel, glaube ich, um die Entfremdung unserer beiden Völker zu stoppen. Also man kann es vielleicht nicht total stoppen, aber immerhin kann man es bremsen und es kann irgendwie dazu dienen, dass wenigstens die Leute, die jetzt noch nicht beeinflusst sind, dass die, sag ich mal, stark bleiben. Weil ich meine, ich kenne aus meinem Freundeskreis gibt es massenweise Leute, die gesagt haben, ja, natürlich muss die Ukraine Waffen kriegen. Und das sind Leute, die, wie ich, eine linke Vergangenheit haben und die eigentlich mal Antiimperialisten waren. Und heute sind sie, ihr Antiimperialismus ist heute wendet sich immer mehr zu einem Antirussismus. Also der Imperialismus in russischer Form gibt es nur noch auf der Welt. Alles andere ist irgendwie offenbar nicht besonders gefährlich. Ja, diese Kluft, die du beschreibst, die wird auch von der deutschen Politik, aber auch von der Medien- und Politklasse sehr bewusst dann auch daran gearbeitet. Diese Kluft wird vertieft und vergrößert. Und es ist eine sehr starke Szene in deinem Buch, die du beschreibst, nämlich im Dorf Kusmitschowo, wo dein Vater dich als Dolmetscher mitgenommen hat, an den Ort, wo er als Soldat im Krieg vor Moskau gelegen hatte mit seiner Einheit und wo er dann wirklich, wo dieses skurrile Gespräch dann stattfindet, in dem die Dorfbewohner ihm erzählen, wie die Wehrmachtssoldaten drei Zivilisten erschossen haben, auf den Verdacht hin, dass sie eine Wehrmachtstelefonleitung sabotiert hätten. Und dein Vater hört überhaupt das, nimmt das nicht wahr, will dann nur diese also taktisch operativen Soldaten, Kriegsgeschichten hören oder daraus ziehen. Und dieses aneinander vorbeireden und dieses nicht einander zuhören, das du dort beschreibst, und dieses Erlebnis, das ist ja sehr prägend und das ist auch eine Art Metapher für diese wirklich auch vielleicht fatale Entwicklung, die dann Jahre später folgte und die wir jetzt erleben. Meine Frage ist, Ulrich, wie erlebst du jetzt aus der Entfernung Deutschland und die Veränderungen, die sich in Deutschland vollziehen, die Entwicklung
die sich hier über die letzten 10, vielleicht 20 Jahre stattgefunden hat, schleichend und jetzt immer schneller und immer rasanter. Wie siehst du das aus der Distanz? Ich sehe das mit einem, ich stehe eigentlich ständig unter Schock, muss ich ehrlich sagen, weil ich also, ich dachte immer, es wird nicht schlimmer kommen, es geht immer noch schlimmer und ich sehe einfach, es gibt also irgendwie ist es wohl so, dass diese Leute, die Kriegsvorbereitung betreiben aus Deutschland, die also der Meinung sind, man muss also unbedingt das Kiewer Regime, das die eigene Opposition verboten hat, dass Leute in was weiß ich, vertrieben hat, also die mussten flüchten, also eine ganze Regierung musste ja flüchten 2014 aus Kiew, weil sie Angst haben mussten, dass sie von diesen Rechtsradikalen da ermordet werden. Und sind ja auch Politiker und Oppositionelle in der Ukraine ermordet worden. Also dass man auf einmal dieses Bild, also der angeblich wunderbaren Ukraine, die ja so demokratisch ist, dass man das einfach so übernimmt und dass man da kaum Möglichkeit hat, als Journalist mal also in eine Talkshow eingeladen zu werden und mal zu erzählen, was habe ich in Odessa gesehen, vor dem Gewerkschaftshaus, was ausgebrannt ist, was habe ich in Donetsk und Lugansk gesehen, wo also zivile Wohngebäude und Schulen und Krankenhäuser beschossen werden von der ukrainischen Armee. Das wurde ja wie selbstverständlich wurde all das nicht berichtet. Und da fragt, und dann auch in meinem Bekanntenkreis, also die Leute haben nicht nachgefragt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die fühlten sich eben informiert. Also also während ich natürlich, ich habe täglich rufe ich tagesschau.de auf, um zu wissen, wie die Deutschen wieder belogen werden. Aber mit dem Wissen, weil ich das ging, ich habe, weil ich kenne ja die andere Male, ich war ja in Donetsk und ich war in Odessa und in Kiew und habe das von der anderen Seite auch gesehen, habe mit den Leuten gesprochen, die gegen den Staatsstreich in der Ukraine waren. Und also nichts von dem wurde ja in der Tagesschau berichtet. Und also, und das ist für mich schockierend, dass, sag ich mal, auch vor allen Dingen die Linke in Deutschland, dass die im Prinzip sich diesem Diktat unterworfen hat. Die haben diese Tagesschau und haben diese eingegrenzten Meldungen aus der FAZ und aus anderen Leitmedien im Prinzip als Leitlinie doch genommen, haben da so ein bisschen dran rumkritisiert. Vielleicht das ist vielleicht nicht ganz so, aber im Prinzip haben sie sich auf dieser Ebene, das war sozusagen ihre geschichtliche Plattform, auf der sie dann auch argumentiert haben. Aber zum Glück entstanden dann 2014 die alternativen Medien, die eben und auch RT.de, die also mal sagen, die andere Seite eben auch, die andere Seite auch dargestellt haben. Aber für mich ist das die Hauptfrage, wie kann es eigentlich kommen, wie konnte das kommen, dass die progressive deutsche Öffentlichkeit, die sich nie als kriegstreiberisch, die immer für Diplomatie war, wie dass die sozusagen fast über Nacht in das gegnerische Lager übergelaufen ist. Und da gibt es wahrscheinlich viele Erklärungen für, also eine sehr geschickte Medienpolitik, Ausnutzung von psychologischen Ängsten und vor allen Dingen auch ein Unwissen über Russland und die Sowjetunion bei der deutschen Bevölkerung und auch bei den Leuten, die eigentlich immer gegen Kriege sind. Die wissen eigentlich auch nichts über Russland und haben in den letzten 30 Jahren viel zu wenig geschichtlich sich gebildet. Wie ist es eigentlich gekommen zur Sowjetunion? Warum ist sie zerfallen? Es hat alles immer nur unter der Maßgabe, wurde Russland uns ähnlicher oder fremder? War die einzige Leitlinie, unter der man alles gefiltert hat. Und das führt einfach in die Irre, weil ich meine, Russland existiert nicht, um dem Westen zu gefallen. Russland existiert einfach. Und wenn man das nicht erstmal in seinem Kopf klar kriegt, dann wird jede Analyse endet einfach im Dunkel und möglicherweise in einem Krieg, weil man eben ein messianisches Bewusstsein entwickelt. Wir müssen die Russen aufklären, wir müssen ihnen helfen mit der Diversität, wir müssen ihnen helfen mit unseren ganzen Energiesparmaßnahmen. Wir müssen das den Russen noch geben und das und dann vielleicht kommen sie endlich mal in der zivilen Gesellschaft an. Und ich meine, das ist ja eine, sag ich mal, eine Überheblichkeit einem anderen Volk gegenüber, was seinen ganz eigenen historischen Weg hat. Das ist gewachsen über Jahrzehnte.
seit 1945. Es wurde eigentlich, diese Überheblichkeit gab es immer und wurde immer in unterschiedlichem Maßstab gab es das immer. Im Gegensatz zur DDR, wo ich will nicht alles gutheißen, was in der DDR war, aber was das Verhältnis zu Russland betrifft, gab es da sehr viele Arbeitskontakte. Die Ostdeutsche sind zum Studieren in die Sowjetunion gefahren, die haben russische Filme gesehen, die kannten teilweise die russische Sprache. Und zum Glück, das ist sozusagen eine Hoffnung, die ich habe, dass in Ostdeutschland die Russophobie eben sich nicht so ausbreitet wie in Westdeutschland. Und da können wir als Westdeutsche wirklich was von den Ostdeutschen lernen. Ja. Und also nicht von oben auf die Ostdeutschen herabgucken, sondern wir müssen eigentlich auf die Ostdeutschen gucken und sagen, hey, was habt ihr, wie macht ihr denn das mit den Russen und warum macht ihr das anders? Ja, Ostdeutschland eben, das heute als Dunkeldeutschland beschrieben wird, das Problemgebiet sozusagen. Um jetzt noch kurz auf die Russland-Berichterstattung zurückzugreifen, was bei mir so besonders haften geblieben ist oder was mich auch sehr wurmt, war eine Schalte aus Moskau, ausgerechnet mit einer Kollegin Ina Ruck, die ich noch aus den alten Zeiten gut kenne, der Leiterin des Moskauer ARD-Büros aus Belgorod letzten Sommer, wo sie sich dann vor einer Unterkunft für die Evakuierten, für die Flüchtlinge aus dem Gebiet Belgorod, aus dem unmittelbaren Grenzgebiet zur Ukraine, sich aufbaute und erzählte in die Kamera, dass in Russland würde verschwiegen, dass Belgorod und die Umgebung beschossen würde. Das war die erste ganz klare Unwahrheit, weil dieser Beschuss auf allen russischen Kanälen rauf und runter gelaufen ist, parallel zu dieser Schalte Sondersendung um Sondersendung, Spezialreportage um Spezialreportage. Und zweitens, sagt Ina Ruck, auf die Frage der Moderatorin, wer schießt denn da? Naja, dass Russland sagt, das seien die Ukrainer. Aber es ist natürlich unabhängig nicht festzustellen, wer da in Wirklichkeit schießen würde. Und das ist schon, muss ich sagen, wirklich eine höhere Lügenebene als selbst bei den angelsächsischen, auch ziemlich antirussischen oder krass antirussischen Medien wie die New York Times oder BBC, die da alle aus Schebekina und aus Belgorod berichtet haben, parallel mit großen Reportagen und wo sie dann ganz klar sagen, natürlich ist es die Ukraine, die auf die Zivilbevölkerung schießt, mit dem taktischen Kalkül der Zivilbevölkerung in Russland so weh zu tun, dass sie sich dann gegen die Regierung erhebt. Das sagt aber die mir gut bekannte, also zumindest habe ich mir früher das so eingebildet, Ina Ruck nicht, sondern sie verdreht das wirklich so. Ja, fast schon perfide und erzählt das in der Tagesschau eben dieses Bild. Man weiß erstmal nicht, wer da schieße und zweitens würde das Ganze in Russland vertuscht und verdrängt und unterdrückt. Einfach um dir jetzt ein konkretes Beispiel zu geben. Wie ist jetzt denn, um die Frage umgekehrt zu stellen, in Russland, welches Deutschlandbild beobachtest du jetzt in Russland? Es war immer sehr positiv besetzt. Was ist jetzt damit passiert? Was begegnet dir als Deutscher in Russland? Wie nimmst du das wahr? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin erstaunt, dass die Russen mich persönlich hat sich absolut nichts geändert, also in meiner Umgebung. Ich werde auch nicht zur Verantwortung gezogen. Gut, die wissen natürlich, dass ich schon lange hier bin und dass ich kenne ungefähr meine Einstellung, aber also ich persönlich habe absolut nichts auszustehen und ich habe auch nichts mitgekriegt, irgendwie, dass Russen oder Entschuldigung, dass Deutsche oder andere Westeuropäer in Russland das irgendwie was auszustehen haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die russischen Medien in dieser Hinsicht wirklich ganz unterscheiden. Also es gibt hier keine Hassstimmung, der Tod dem Westen oder schlagt die, was weiß ich, schlagt die Deutschen oder die Franzosen, sondern es wird schon, also ironisch und mal sagen auch hämisch über die politische Führung in Brüssel und Berlin und Paris geredet. Also da sparen sie nicht mit, spart die russischen Medien nicht mit, sag ich mal, auch, ja, Feindschaft, sag ich mal. Aber also es ist eigentlich so, dass das ist ja alles sehr personalisiert. Also ich meine, Deutschland wurde in Russland sehr stark über Merkel dargestellt und Merkel hatte eigentlich einen ganz guten Stand in den russischen Medien und auch bei den einfachen Russen. Und viele zeigten sich dann so enttäuscht, dass Merkel nicht mehr dran ist und dass
Aber auch selbst zu diesem Kanzler Scholz, also den können die Russen überhaupt nicht einordnen. Also es gibt kein Sprichwort oder keine Hassparole gegen Scholz. Sind noch nicht mal noch nicht mal richtig, richtig Baerbock. Also ihre ganzen Fauxpas werden hier nicht so richtig ausgeschlachtet, diese ganzen Versprecher und ihr ganzes idiotisches, ihre Modeschau, die sie dann abzieht an der Front. Und das hätte man, also in den russischen Medien könnte man das eigentlich viel breiter bringen, meiner Ansicht nach. Das hat wohl da was mit zu tun, dass Russland immer noch hofft, dass Deutschland sich eine andere Führung holt und dass in Deutschland irgendwelche vernünftigen Leute an die Macht kommen. Also, und ich meine, das wirst du ja wissen. Ich meine, die Russen, das habe ich also tausende Mal gehört, es wäre doch so schön, die Deutschen mit ihrer Technologie und die Russen mit ihren Rohstoffen, das würde ein tolles Bündnis geben. Wir könnten uns gegenseitig viel geben. Und das ist eben das, was die USA eben nicht wollen, was die Großbritannien, was sie also auf jeden Fall verhindern wollen. Und ich meine, dieser Traum der deutsch-russischen Freundschaft, der schwingt, glaube ich, immer noch sehr stark mit. Und der hindert also sag ich mal, ein primitives Schlacht die Deutschen zu sagen. Ja, und vor allem, was verhindert werden soll, das ist eben eine menschliche Annäherung. Um eben eine politische Annäherung zu verhindern, wird auch auf der menschlichen Ebene sehr viel daran gearbeitet, eben Russland zu dämonisieren und leider auch zu entmenschlichen, was ich hier jetzt in den deutschen Medien, im deutschen politischen Diskurs ganz klar beobachte, wirklich mit absolut unerträglichen Aussagen. Eine davon zitierst du im Vorwort zu deinem Buch von Florence Gaub in einer Talkshow bei Markus Lanz, wo sie sagt: Ach, die Russen, die sehen zwar wie Europäer aus, aber die sind keine Europäer. Die haben keinen Respekt vor dem menschlichen Leben und ähnliches. Oder Strack-Zimmermann, die dann auch bei Lanz interessanterweise diese Gruselgeschichte erzählt von den russischen Soldaten, die, Achtung, den Toten ukrainischen Kindern die Schuhe abziehen und nach Hause telefonieren und sagen: Mein Schatz, ich bringe uns jetzt ein paar schöne Kinderschuhe mit. Und das erzählt sie ohne Widerspruch in einer Talkshow auf einem deutschen Staatskanal. Ulrich, wie kommst du denn jetzt mit dem, um mal ein bisschen von der politischen Ebene runterzukommen, mit dem russischen Alltag klar? Aber, oder doch, um auch auf der Berufsebene zu bleiben, wie gestaltet sich jetzt die journalistische Arbeit in Russland? Welche Möglichkeiten hast du? Zum Vergleich, wenn wir hier bei Infrarot Medien eine Interview-Anfrage stellen würden an einen Mainstream-Politiker oder einen Mainstream-Journalisten, dann kriegen wir mit hundertprozentiger Sicherheit entweder keine Antwort oder nur eine hämische Antwort. Das haben wir noch bei RT Deutsch erlebt, und jetzt noch verstärkt. Wie ist es denn in Russland, wenn du als deutscher Journalist russische Journalisten oder Politiker, Prominente, wen auch immer interviewen möchtest oder sonst mit Menschen sprichst auf der Straße? Wie ist denn das, wie meisterst du den Alltag? Und wie kriegst du es hin mit der journalistischen Tätigkeit? Also um mal anzufangen mit den Kontakten, Interviews und so weiter, das ist im Prinzip kein Problem. Also ich kann alle möglichen Stellen, also ich habe jetzt schon von der Moskauer Metro, die möchten gerne, dass ich mal bei ihnen vorbeikomme und mal da ihre Infostände besuche. Die haben nämlich hier viele neue U-Bahn-Stationen gebaut im letzten Jahr. Also es gibt viele offizielle Stellen, von denen ich Angebote kriege, dass ich irgendwelche Konferenzen besuchen kann, und wenn ich jetzt selber Politiker interviewen wollte, ja, das wäre das auch kein Problem. Also ich wüsste nicht, wo das Problem da liegt. Also das einzige Problem ist eigentlich, dass meine Zeit sehr begrenzt ist, dass ich mal sagen, für ein Interview, um das zu organisieren, um da auch hinzufahren und so weiter, muss man ja, braucht man dreimal mehr Zeit, als wenn man eben zu Hause am Schreibtisch sitzt und
die Dinge, die man eben über die Internetmedien und über Zeitungen und so weiter und über Gespräche so zusammenträgt, da was zu schreiben, das geht viel schneller, weil es muss man ja immer im Verhältnis sehen, was kriege ich dafür bezahlt, und die Honorare bei den alternativen Medien sind nicht so, dass man mal eben den ganzen Tag irgendwo rumfahren kann. Das ist dann mehr sozusagen eigene Begeisterung für das Thema und das Gefühl, das muss unbedingt zu den Deutschen. Also das wird aber praktisch, dieser Enthusiasmus wird eigentlich nicht bezahlt, ne? Und aber trotzdem, ich meine, ich habe das immer gemacht. Ich habe eigentlich immer mehr, auch damals für die sogenannten normalen Medien, habe ich eigentlich immer mehr noch gearbeitet, weil es hat mich einfach nicht befriedigt, nur in Moskau zu sitzen. Und ich habe viele Reisen auch gemacht, da habe ich das dann irgendwie selbst bezahlt und die haben dann nur das Honorar bezahlt, also für die gesendeten Minuten oder gedruckten Zeilen. Aber ich meine, das hatte das Ergebnis meines Vorgehens war, dass ich eben von Russland nicht müde wurde, sondern im Gegenteil, ich wurde immer interessierter von Russland, weil ich eben ständig neue Dinge gefunden habe, die nicht einfach so zu erklären sind und die einfach schön sind, die einfach mal so darzustellen, ohne Kommentar. Einfach mal ein russisches Leben mal darzustellen, ohne dass man gleich das irgendwie einordnet. Und das ist nach wie vor nicht mein Ziel, dass ich versuche, möglichst viel von der russischen Realität ungefiltert so also rüberzubringen. Ulrich, ich habe jetzt vor kurzem mit hier von den deutschen Freunden auch eine kleine Anekdote gehört. Sie waren über Weihnachten und Silvester in Russland und da kommen sie zurück und dann fragt jemand aus der Verwandtschaft, wie, also wo wart ihr denn? In Russland? Russland? Seid ihr verrückt? Wie kann man da überhaupt nach Russland fahren? Dort wird man denn gleich verhaftet auf der Straße und ins Gulag gesteckt. Das ist die Wahrnehmung heute. Dann versuchte eben mein Freund zu erklären, nein, dem ist überhaupt nicht so. Wie kommst du denn überhaupt auf den absurden Gedanken? Aber es ist mittlerweile dann so weit fortgeschritten, dass auch, ja, ich hasse diesen Ausdruck, einfache Deutsche Russland so wahrnehmen, dass es ein Land ist, praktisch ein Mordor. Das personifizierte Böse, wo man auf der Straße als Deutscher sofort von irgendwelcher Polizei dann aufgeschnappt wird und ins Gefängnis gesteckt. Das ist das Zwischenergebnis dieses Russlandbildes, an dem auch die deutschen Medien basteln, die dich nach 30 Jahren Zusammenarbeit dann eines nach dem anderen gecancelt haben als Russlandversteher. Wie absurd ist es denn überhaupt, eben, dass Russlandversteher heute ein Schimpfwort geworden ist? Eben, das rührt hier von Verstehen. Wie kann Verstehen überhaupt verkehrt sein? Ja, das ist eigentlich absolut traurig. Ich meine, das wird ja praktisch alles abgeschnitten. Alles Menschliche wird tatsächlich abgeschnitten. Und ich meine, das, was du vorhin erzählt hast mit dem, dass man auf der Straße gleich verhaftet wird, das ist, glaube ich, eben, das ist so dieses Echo von diesen, wo man dann zeigt im deutschen Fernsehen, dass wieder Nawalny-Anhänger haben sich versammelt und wurden verhaftet oder es wird ja immer nur das gezeigt, was dokumentieren soll, dass eben Russland ein Polizeistaat ist, also wo nur der Knüppel fliegt und Leute eingeknastet werden. Ich meine, ich will nicht bestreiten, dass es in Russland in den letzten Jahren, auch gerade jetzt während des Krieges, dass es da auch Repressionen gibt gegen Leute, die gegen den Krieg demonstrieren und so weiter. Aber ich meine, das trifft im Prinzip eine sehr kleine Schicht nur. Und es ist die Russen insgesamt leben normal und frei weiter und feiern ihre Feste. Und natürlich sind alle besorgt mit dem Krieg und viele haben ja auch Leute, die da kämpfen und die vielleicht auch sogar verwundet sind. Aber das ist eigentlich nicht so ein großes Thema. Also auf zumindest ist also dieser Krieg und das hängt auch jetzt mit meiner journalistischen Arbeit zusammen. Also wenn ich mit den Russen über den Krieg sprechen will, dann ist es nicht so einfach wie früher, also wo es ja keinen Krieg gab. Gut, es gab den Tschetschenienkrieg, aber man konnte über doch auf sag ich mal, ohne große Formalitäten konnte ich auf der Straße Leute zu allen möglichen Themen ansprechen. Das mache ich eigentlich immer noch.
Aber wenn das um den Krieg geht, dann wird es schon schwieriger, weil dann weiß ich nicht mehr genau, antworten die jetzt wirklich, was sie denken oder was gerade sozusagen auch das Fernsehen berichtet hat. Da wird es dann schon, habe ich das Gefühl, dass ja einfach die russische Regierung ist ja bekannt, dass sie praktisch Leute, die gegen den Krieg demonstrieren, dass sie also schon auch verhaftet werden teilweise auf der Straße. Und das ist natürlich klar, dass die Leute, denn der einfache Bürger merkt dann schon, oh, das ist ein heißes Thema und so weiter. Da redet man nicht so offen drüber. Da redet man in der Küche mit den Verwandten drüber. Und also das oft werde ich gefragt, ja, wie stehen die Russen zum Krieg? Es ist sehr, sehr schwer, weil da müsstest du sozusagen einfach Zitate aus irgendwelchen privaten Unterhaltungen bringen, ne? Weil es gibt ja nun mal, diese Meinungsumfragen sind eben nicht, die sind das ja nur oberflächlich, die sagen aus, dass eben die Mehrheit der Russen hinter dieser Intervention in der Ukraine steht. Das ist ja auch richtig, das entspricht auch meinem Eindruck. Aber es gibt natürlich viele Schattierungen, also lässt man sich einziehen, lässt man sich nicht einziehen, versucht man sich vor dem Wehrdienst zu drücken. Solche Geschichten sind auch wichtig zu erfahren. Und das ist schwieriger rauszufinden als Journalist, ne? Ansonsten kann ich auf der Straße die Leute zu allen möglichen Sachen befragen. Also ich habe noch eine Sache in Erinnerung jetzt, also als diese Meuterei von Prigozhin war, da war plötzlich auf der Straße in meinem Wohnbezirk gingen drei Männer so im Alter von 55, 60 an mir vorbei und sie waren so gestikulierten so laut und sprachen so ungehemmt und völlig ungewöhnlich. Und ich merkte aber, dass sie doch auf der Seite von Prigozhin standen. Das war aber noch bevor er nach Richtung Moskau zog. Also das war, als er, glaube ich, nur diesen Stab In in Rostock, Rostow ja. besetzt hatte, ne? Also da merkte man schon, das entsprach dann auch dem, was ich sonst so mitgekriegt habe, dass es in der russischen Bevölkerung doch einen sehr starken Drang gibt, also entschiedener gegen die ukrainische Staatsstreichregierung vorzugehen und eben die ganze Beschießung, die ständig kommt, also gegen frontnahe Gebiete in Russland selber und aber auch weiter gegen Donetsk und so weiter, dass man das nicht länger mit ansehen wollte. Und von vielen Russen habe ich gehört, warum schießt die russische Armee nicht mal den Palast von Selenskyj? Dann wäre erstmal Ruhe im Karton. Und also und warum hat Prigozhin eben so diesen konnte in, wurde er in Rostow so gefeiert? Ja, weil es offenbar in der russischen Volk gibt es die das russische Volk kann eben in seiner Masse nicht verstehen, warum Russland sich mehrere Male zurückgezogen hat, dass das möglicherweise mit irgendwelchen taktischen Überlegungen zu tun hat, dass man möglicherweise Friedensverhandlungen Vorschub leisten wollte, da einen Raum schaffen wollte. Das alles wurde wenig erklärt von der russischen Führung und kam zumindest bei den Russen auch nicht an. Und es ist natürlich auch was anderes, ob ein politischer Stratege, ein Militär, der das studiert hat, also wenn der sozusagen seine taktischen Züge macht, oder ob das einfache Volk, was das Leiden sieht, der Bevölkerung im Fernsehen und endlich das gestoppt haben will und weiß, Russland hat eine sehr starke Armee und könnte viel stärker vorgehen, das irgendwie zusammenzukriegen, ist gar nicht so einfach. Also das, aber ich denke mal, also Russland ist nach wie vor sehr zurückhaltend, also meiner Ansicht nach. Also wenn man sich die ganzen Provokationen anguckt, die vom Westen kommen. Also aber diese Zurückhaltung kann sein, dass der Kreml das nicht einhalten kann, weiter sich so zurückhaltend zu verhalten. Weil ich meine, die Drohungen kommen ja von Tag zu Tag, werden von Tag zu Tag stärker. Und keine russische Führung will sich vorwerfen lassen. Man hat nicht rechtzeitig eingegriffen und dem Westen gezeigt, hier, ihr habt das schon die rote Linie überschritten, schon mehrere Male, jetzt ist Schluss. Ja, das ist ja eben, was hier in Deutschland auch völlig übersehen wird, nämlich was du sagst, dass es durchaus Prigozhin-Unterstützer gegeben hat, auch in Moskau, in Rostow sowieso. Da hat man die Bilder gesehen, wie er gefeiert wurde. Das sind die Leute, denen Putin zu mäßig ist und zu zurückhaltend. Also der in Deutschland als Kriegstreiber, Dämon und eben Oberteufel überhaupt gemalte Putin ist für viele Russen.
ein zu zurückhaltender, zumindest auf diesen Krieg projiziert, Politiker und Staatsführer, und sie wünschen sich wirklich ein sehr viel drastischeres Vorgehen in diesem Krieg, den sie eben begründet oder nicht, womöglich doch begründet, als einen großen Proxykrieg gegen den Westen, gegen die NATO und ja, gegen diese Weltordnung ansehen, die allerdings aus russischer Sicht keine gerechte Weltordnung ist. Aber ja, da sind wir schon wieder jetzt auf dieser politischen Ebene. Was ich aber wirklich an deinem Buch schätze und was du auch angesprochen hast, es ist ein Versuch, eine menschliche Brücke zu bauen zwischen den Deutschen und den Russen, zwischen Deutschland und Russland. Und damit möchte ich auch unser Gespräch beenden und dir dafür danken. Ich hoffe, dass wenn dieses Buch ja nicht die eine ganze Brücke, dann zumindest einen Pfeiler für eine künftige Brücke dann doch baut und mindestens ja nach dem Motto kleine Schritte zumindest oder kleine Brötchen backen lieber als gar keine, doch etwas bewirkt in den Menschen, in der Seele, im Verstand und vielleicht etwas ein anderes Russland auch aufzeigt als das, was sie in den deutschen Medien heute erleben. Ich danke dir für dieses Gespräch, Ulrich, und herzliche Grüße nach Moskau. Schöne Grüße auch nach Deutschland. Es war gut, mit dir zu sprechen. Danke, alles Gute.